Hallo People! Was ist Circleware eigentlich und worum geht's da und warum hat mir das so viel gebracht in meinem Leben? Warum finde ich das wichtig? Viele Fragen. Also, Circleware bedeutet wortwörtlich Circle, also Kreis, und Way, Weg. Weg des Kreises. Und ich habe das gelernt bei Manitongfat Medicine Story. Das ist ein inzwischen sehr alter und weiser Mann aus Amerika mit indigenen Wurzeln, der sich als junger Mann aufgemacht hat, die Weisen seines Volkes, der Ältesten seines Volkes, zu lernen und sich dann dazu entschieden hat, die weiterzugeben an die Menschen, die sie wissen wollen. Genau, und bei ihm habe ich das gelernt. Und seitdem hat sich ganz schön doll mein Leben verändert. Ja, und was ist Circleway? Also, Circleway ist sozusagen der friedliche Weg. Und was Story, also Manitongfat Medicine Story, bei seinen Ältesten gelernt hat, hat mit vielen Sachen zu tun. Wie man mit der Erde umgehen kann, über das Herz und den Verstand, über die Natur, über das Zusammenleben, über Kommunikation, über wie man Dörfer gründen kann, über Respekt, so alle Teile des Lebens. Und was ich in meinen Workshops vermittle, ist sozusagen der Part der Kommunikation. Weil, wenn man zusammenleben möchte oder in einer Gemeinschaft leben oder einfach in einer friedlichen Welt, das ist ja ein Wunsch, der bei, ich glaube, bei allen Menschen auf der Erde im Grunde ihres Herzens sozusagen existiert und auch in letzter Zeit vermehrt, vor allem in alternativen Kreisen, so auftritt, dieser Wunsch nach Gemeinschaft, nach Zusammenleben auf einem Hof oder, keine Ahnung, ein Dorf zu gründen, ein Ökodorf oder sowas. Und dann kommt man ja immer an den Punkt der Kommunikation sozusagen. Es geht immer eine Weile gut und dann kommt der Punkt, wo sich alles zerlegt, weil man sich streitet oder, keine Ahnung, weil man an Differenzen oder so kommt. Und ist ja auch in Familien so, auf der Arbeit, in der Partnerschaft, überall. Und das liegt daran, dass wir Menschen gelernt haben, meistens in unserer Gesellschaft, oder dass wir nicht gelernt haben, mit Verletzungen zum Beispiel umzugehen oder mit Schmerzen, mit Scham und Schuld und Angst. Und dass wir vor allem gelernt haben, unsere Gefühle und unsere wahren Impulse und unsere Bedürfnisse zu verbergen. Und dadurch ist ein riesiger, großer, emotionaler Rucksack entstanden. Man kann sich das so vorstellen, dass jeder Mensch mit so einem Rucksack an verborgenen und unaufgelösten Gefühlen sozusagen herumläuft, die bei manchen Sachen einfach ausgelöst werden. Also zum Beispiel passiert irgendwas und dann macht er so Beep und dann geht dein Rucksack hoch, weil da sozusagen halt einfach noch Gefühle zu diesem Thema abgespeichert sind, die nicht aufgelöst wurden. Genau, und mit Circleway kann man diesen Rucksack auf eine sichere Art und Weise entladen und diese ungefühlten Gefühle und Schmerzen, die irgendwann in der Vergangenheit entstanden sind, den Raum geben und dafür sorgen, dass sie sozusagen Heilung bekommen oder geheilt werden. Und das ist sehr wichtig, wenn man zusammenleben will und in Frieden zusammenleben will, weil ja dadurch wird es erst möglich. Dadurch kann man überhaupt sich nahe kommen und mit Themen, die entstehen, umgehen. Wenn es dieses Verständnis dafür gibt, dass jeder Mensch seinen Rucksack trägt und das Wissen, wie man mit diesem Rucksack umgehen kann. Ja, und Circleway, also diese Kommunikationsmethode sozusagen, die besteht einfach, basiert auf zwei Sachen, nämlich Redekreisen und Minis. Minis sind wie kleine Redekreise, also zu zweit. Ja, und bei den Redekreisen ist das, also hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört und bei dem einen oder anderen ringen jetzt vielleicht auch die Alarmglocken so, oh mein Gott, und Redekreise und ESO. Ja, aber ich lade dich herzlich ein, das mal auszuprobieren. Du wirst erstaunt sein, was dabei passiert. Also nochmal zurück zum Redekreis. Der Redekreis sieht so aus, dass halt eine Anzahl von Personen sich zum Beispiel eine Zeit ausmachen, meinetwegen 5 Minuten, und jeder dieser Personen spricht dann 5 Minuten aus ihrem Herzen, forscht nach ihren Gefühlen,
weint oder lacht oder ist wütend oder erzählt einfach. Und es ist ein sicherer Raum, in dem das geschieht. Das ist sehr wichtig, damit es überhaupt möglich ist. Weil es ist wichtig, dass dir niemand kommt und dir sagt, ach, brauchst doch keine Angst haben, ist doch nicht so wild oder Mensch, jetzt sei doch nicht so traurig oder ach, wird schon oder sowas. Nee, weil dann verschließt sich alles wieder. Es ist sehr wichtig, dass es rauskommen darf, dass es da sein darf. Und dann passiert ein Wunder. Dann, wenn man die Gefühle sozusagen, wenn man ihnen Raum gibt, dann lösen sie sich auf, dann transformieren sie sich. Solange man sie zulässt und immer sagt, nee, das darf nicht sein, ach, Quatsch, brauchst du jetzt dich nicht so fühlen, dann bleibt das immer so und so und so und dann ist das hier so drinne und kommt nicht raus und kann sich überhaupt nicht weiterentwickeln. Erst wenn man dazu Ja sagt, dann können sie sozusagen wegfliegen. Ja, und das ist halt ganz wichtig. Und deswegen wird nichts kommentiert, was jemand sagt. Man macht einfach wie so den Raum auf, als ob man so eine Schüssel hätte und die andere Person oder die anderen Personen können sich darin sozusagen ergießen. Aber es ist auch nicht so, dass du sozusagen die Verantwortung dafür übernehmen musst und die Probleme der Person irgendwie lösen musst. Das ist auch ganz wichtig. Das gehört nämlich zum Respekt dazu, dass man weiß, jede Person ist selber fähig und kommt selber auf die Lösung meistens. Genau. Sondern es ist wie so, du hast wie so eine Schüssel und die andere Person ergießt sich darin, aber du lässt es so wie durchfließen. Du schenkst dir einfach Aufmerksamkeit. Ja, also man unterbricht sich nicht. Man kommentiert es nicht. Es bleibt vertraulich. Man spricht sich auch danach nicht darauf an. Und man hat dieses Bewusstsein von diesem emotionalen Rucksack. Also dass es einfach um Entladung geht. Ja, genau. Und dann gibt es da eine Redezeit, die abgemacht wird, was wichtig ist, weil manche Menschen unbewusst sehr viel Raum einnehmen und andere Menschen sich nicht trauen würden, überhaupt Raum einzunehmen, wenn sie nicht diese Zeit hätten. Genau, deswegen ist es einfach ein praktisches Werkzeug. Ja, und dann gibt es da noch viele verschiedene Tricks und weiterführende Sachen, die ich aber alle in den Workshops erklären werde. Genau, der zweite Part von Circleway ist das Mini. Das ist auch wie ein Kreis, darum geht es nochmal besonders um Entladung. Das macht man zu zweit. Kann man auch am Telefon machen, nutze ich ganz viel. Ich mache fast jeden Tag mindestens ein Mini. Und da kann man einfach zum Beispiel, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich merke, oh, ich habe mich verloren, ich fühle mich nicht mehr, dann rufe ich meine Freundin an und sage, können wir ein Mini machen? Und dann sagt sie, ja, okay, wie viel Zeit brauchst du? Und ich sage, ja, bitte 5 Minuten. Und dann stellt sie den Wecker und dann erzähle ich, oh, mir geht so und so und so und so und ach, ich weiß gar nicht. Und dann komme ich zum Beispiel darauf, ach, eigentlich brauche ich jetzt meine Ruhe oder das erinnert mich jetzt daran, wie ich früher, Und dann weine ich vielleicht kurz oder ich kläre mich oder ich lache. Man kann auch Mini machen, wenn man gut drauf ist. Und danach ist es wie, als hätten die Regenwolken so einmal so geregnet. Der Regen wäre abgeregnet und dann sind die Wolken wieder weg. Der Himmel ist wieder klar. Wie so eine Dusche von innen oder halt wie eine Wolke, die sich abregnet. Und dann wechseln wir und sie ist dran und sie kann auch ihre Wolke abregnen. Und danach kann man so 90% der Fälle ist man wieder so ganz klar im Leben und ist wieder richtig da, im Jetzt, im Moment, weil man die Gefühle rausgelassen hat, die sich aufgestaut haben, vom heutigen Tag zum Beispiel, oder auch die Gefühle, die halt schon viel, viel länger aufgestaut sind. Und oft fragen mich die Leute, warum ich so gut gelaunt bin. Ich war zum Beispiel neulich auf einer Party, wo es mir erst ganz schlecht ging. Ich hatte ein ganz großes Thema in mir und dann habe ich mit meiner Mama telefoniert und habe sozusagen gecounselt, also Mini nennt man auch counseln, und habe da geforscht und geforscht, wo dieses Thema entstanden ist, wo sozusagen die Wurzel ist von meinem emotionalen Rucksack und dann bin ich drauf gekommen und danach bin ich zurück zu der Party gegangen und ich war so glücklich und gut gelaunt, wie schon so lange nicht mehr. Ich bin rumgesprungen. Seit dem Tag nennen mich die Leute Super Mario, weil ich so gut drauf war. Und die Leute haben mich gefragt, ob ich irgendwie Drogen genommen hätte, aber ich trinke nichts und ich nehme keine Drogen. Und ja, also das ist halt, was man damit bewirken kann, unter anderem. Und es ist halt auch einfach sehr, sehr nützlich in Familien und in Beziehungen. Meine
Familie hat sich dadurch ganz krass transformiert und entwickelt. Und da kann man, damit kann man auch in Situationen sozusagen arbeiten, die sehr, sehr eingefahren sind. Wo es seit Jahren oder Jahrzehnten immer zum selben Punkt kommt. Weil wenn jeder, wenn man zum Beispiel in so einer krassen Konfliktsituation sagt, stopp, halt, wir machen jetzt einen Kreis. Und dann geht man aus diesem und du hast und geht man so zurück. Und jeder guckt in seinen emotionalen Rucksack rein und guckt, ah, okay, ich fühle mich jetzt verletzt oder ich fühle Wut. Das erinnert mich daran, dass ich als Kind immer irgendwie nicht gesehen wurde oder irgendwas. Und dann kann man die Gefühle fühlen, kann zum Beispiel weinen oder was weiß ich, kann sich damit zeigen. Dadurch verstehen einen die anderen Leute auch, das öffnet so das Herz. So, vorher ist man so verschlossen, kämpft gegeneinander und kaum fängt sich jemand an zu zeigen, öffnet das bei allen anderen Leuten auch die Türen. Und wenn sich dann auch die anderen zeigen und erstens eben zu sich gehen, in ihren emotionalen Rucksack reingehen und sich gleichzeitig zeigen, dann sorgt das für ganz viel Verständnis und für ganz viel Öffnung und Klärung und Möglichkeit, wieder in Verbindung zu gehen oder klar zu sehen und zu sagen, okay, ich merke, es ist gut für mich, ich gehe jetzt hier raus. Oder also einfach für Klärung. Ja, und das hat in unserer Familie einfach krasse Wunder bewirkt. Und ich merke das auch immer wieder in meinem Alltag, wenn ich anfange, mit Leuten zu streiten und so aufeinander loszugehen, dann führt das nie irgendwo hin. Nie. Also es führt immer in noch mehr Anstrengung, noch mehr Krieg. Wenn ich aber zurückgehe und mich zeige und in meinen emotionalen Rucksack sozusagen reingucke, was das jetzt in mir getriggert hat, dann ist es in fast allen Fällen so, dass die anderen Leute das auch machen und auch zurückgehen und gucken, was jetzt eigentlich mit ihnen los ist. Ja, in Kurzform erklärt, das ist Circleway, das ist das, was ich unterrichte oder weitergebe. Ich könnte noch sehr, sehr viel mehr dazu erzählen und viele Geschichten und viele Details, was ich Stück für Stück in den Workshops machen werde. Der nächste Workshop ist diesen Freitag am 29.06. 18 Uhr. Also nicht auf der Peisnitz, aber im Gemritzer Park. Das ist hinter dem Kletterspielplatz da auf der Peisnitz. Wenn jemand nicht weiß, wo das ist, schickt mir eine Nachricht. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn euch das interessiert. Das ist, was wir machen werden. Ein Kreis- und Zuhöraustausch, also Mini- oder Counseling, so nennt sich das auch. Und genau, ich freue mich auf euch. Es werden weitere Termine folgen. Könnt ihr auf meiner Homepage www.herz-leben.gymdofree.com nachgucken. Oder wenn jemand irgendwie Lust hat, das in seiner Familie zu machen, in deiner Partnerschaft, wenn du irgendwelche Anfragen für Workshops oder irgendwas hast, dann kannst du mir da auch einfach schreiben. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns am Freitag, 18 Uhr, Gemritzer Park.